Als Janibas die Überreste der zerstörten Festung seines Vaters sah, schwor er, nicht nur den toten Orkes zu rächen, sondern auch die Krone Dietmars von Bern, Dietrichs Vater, zu erobern. Dies war keine leichte Aufgabe, da die Truppen des Prinzen stärker als je zuvor waren. Der Zauberer versuchte daher, den Eiskristall aus der Krone Virginals, der Eiskönigin von Tirol, in seinen Besitz zu bringen, ein Juwel, mit dem man den Winter beherrschen konnte. Janibas wusste, dass ihm damit in Kombination mit dem Blutamulett unermessliche Macht verliehen würde. Kombiniere, da ist etwas im... herzlich willkommen zurück bei Stronghold Legends. Schauen wir uns mal unsere Aufgabe an. Unsere Spione haben berichtet, dass sich Truppen in der Nähe von Königin Virginias Eisburg sammeln, die im Norden an der Grenze unserer Ländereien liegt. Es scheint, als wäre der mächtige Zauberer Janibas entschlossen, die Krone der Königin zu stehlen. Dietrich unterstützt sie bei der Befestigung ihrer Burg. Er scheint überaus vernarrt in Virginia, auch wenn sie für meinen Geschmack etwas zu dürr ist. Er riet ihr, mit ihrem Eiskristall einen Zauber zu wirken, der als Wintersegen bekannt ist. Dadurch werden die alten Eisdrachen in ihren tiefen Höhlen erweckt und eilen uns zur Hilfe. Oh, Eisdrachen. Ich wollte schon sagen, das sieht aus wie eine Yu-Gi-Oh!-Karte hier. Hier der blauäugige Drache oder wie die noch hießen. Habt ihr eigentlich früher Yu-Gi-Oh! Gespielt? Ich habe tatsächlich nie Yu-Gi-Oh! Gespielt. Ich habe immer nur die Karten gesammelt, weil ich die irgendwie schön fand. Ich war ein seltsames Kind, okay. Ziele. Nehmt den Bergfried ein. Niederlage, euer Burgherr stirbt. Oh, das klingt tatsächlich nach einer relativ normalen Mission. Von wegen gegnerische Festung überrennen und seine Festung schützen. Das gefällt mir. Wir spielen anscheinend gegen die Bösen. Mit das erste Mal, glaube ich. Nee, das zweite Mal. Also das erste Mal in so einer richtigen 1 gegen 1 Festungsdings. Tipps. Schauen wir uns mal ganz kurz an. Denkt daran, die Funktion automatisch kaufen. Ach, komm, halt mal. Neue Gebäude. Ja, Eisbären. Oh, Zwergen. Ich bin riesiger Fan von Herr der Ringe. Und Zwerge sind ja wohl mal mein absolutes Lieblingsvolk. Gimli. Ein Traumkerl. Und ich weiß nicht, als, für die PS2 habe ich mit einem Kollegen immer Herr der Ringe, die zwei Türme oder so gezockt. Da war ich auch immer ein Zwerg. Und da gab es diese eine Mission, wo man vor diesen Geistern, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Ich bin voll der große Herr der Ringe-Fan und so. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Vor diesen Geistern fliehen musste, die am Ende auch vom dritten Teil alles überrennen oder am Ende vom zweiten Teil halt. Und das war einfach so schlecht designt, das Spiel. Man konnte mit dem Zwerg, man war mit dem zu langsam, um vor den wegzukommen. Ich musste für diese Mission einen anderen Charakter auswählen, sonst kam man davor nicht weg. Das war, also die Burg ist um einen rum eingestürzt und sowas, also abnormal geil. Ja, deswegen mag ich Zwerge. Und Eisdrache, hui, wir können Drachen machen und weiße Hexen. Hier sieht man es auch nochmal etwas besser. Thick, was auch immer dieser, sind sie hier mit irgendwie an den, ist das eine Leine, an die hier Besen, egal. Gut, Katapult, Katze, Triborg, ja. Katze, apropos Katze, meine Katze ist auch mega dick geworden. Weil bringen uns der gerade ein paar Kunststückchen bei und dass sie halt die Katzenklappe benutzt und sowas. Und das machen wir halt mit so kleinen Leckerchen und Trockenfutter und sowas. Und die haben ganz schön viel Kalorien, die Dinger. Und da hat sie auf jeden Fall ordentlich zugelegt. Aber jetzt kann sie das so langsam. Sie weiß, wie es rausgeht, sie weiß, wie es reingeht, sie weiß, wie der Hase läuft. Und bringt uns auch im regelmäßigen Abständen Mäuse mit. Das heißt, werden wir jetzt so langsam reduzieren mit den Spieleinheiten. Also spielen nicht, aber zumindest mit den Erkläreinheiten durch Leckerchen. Dann wird sie hoffentlich wieder etwas abnehmen. Ja, ich rede mal nicht allzu viel, sondern drücke einfach mal auf Spiel. Königin Virginals Burg wird Janibas dunklen Streitkräften nicht lange standhalten. Oh boy, die sind nah dran. Sie muss entsprechend verstärkt werden. Ja, die muss entsprechend verstärkt werden, auf jeden Fall. Schauen wir uns erstmal die Sachlage an. Wir sind Eis. Ja. hatten wir jetzt erschreckend lange gebraucht, um das zu realisieren. Und die sind böse. Oh mein Gott, ich hasse es. Wenn ich hier so runtergehe, dann muss ich hier wieder hochscrollen und wieder komplett Maximum rauszuzoomen. Och, Kamera, bleib doch einfach die ganze Zeit oben. Egal. Gut. Hier vorne, es gibt einen Weg hier rüber anscheinend. Das ist diese Brücke. Das heißt, wenn wir hier einfach nur die Türme des Todes machen, dann kommen die gar nicht lang. Aber die werden safe auch mit diesen Feuerkrabblern und sowas angreifen, die einfach hochrennen können. Oder mit den einen Dingern, die Bogenschützen nicht angreifen können. Ich glaube, das wird nicht einfach.
Wir müssen ein Lagerhaus platzieren. Wir haben Zugriff auf Eisen und Holz, aber nur hier unten und da vorne und hier auch Stein. Aber ich denke, hauptsächlich werden wir uns von Eisen ernähren. Zumindest, ihr wisst, wie ich das meint. Wir haben hier sogar schon eine Drachenharpune. Wo setzen wir mal? Wahrscheinlich im Bodenspiel. Wahrscheinlich einfach hier so im Boden drin. Entweder hier vorne oder... Ich glaube, hier ist so der Mittelweg, ne? Das kann man machen. So, dann legen wir mal ganz fix los. Leute kommen auf die Burg. Ja, das ist wunderbar, dass Leute auf die Burg kommen. Und machen mal ein bisschen Holz. Holz ist nämlich ziemlich wichtig. Machen wir mal vorne zwei. Und Essen ist natürlich auch ziemlich wichtig. Machen wir hier ein. Du kannst nach da oben. Ihr Bogenschützen könnt nach da unten. Gehen in da unten und dann... Angegriffen. Da. Was? Bogenschützen in Bewegung. Seid ihr bescheuert? Ich kann hier auch gar nicht hoch. Die Männer sind guter Dinge. Guck, ich komme hier gar nicht hin. Bogenschützen unterwegs. Augen auf, Männer. Seid ihr bescheuert? Geht halt da vorne hin. Wir werden angegriffen, ey. Darf ich erstmal hier versuchen, meine Wirtschaft ein bisschen aufzubauen? Da kommen halt echt die ersten angeschissen. Ich glaub's ja kaum. Lasst sie unser Schlachtlied hören. Ja, singt euer Schlachtlied. Ich muss jetzt ganz kurz mich mal um die Wirtschaft kümmern. So, zwei Äpfel. Zwei Käse. Vielleicht auch drei Käse. Und dann brauche ich noch ein Gehöft. Und damit haben wir auch kein Holz mehr. Wunderbar. Ich denke, der Anfang ist gemacht. Gut. Nächstes Mal werden wir alles hier in Eisen investieren, damit wir da ordentlich... Och nein. Die haben Fledermäuse. Fledermäuse sind so Suizidbomber. Die gehen rein und dann explodieren die einfach. Pfeffern da alles weg. Und die sind unglaublich schwer vorher zu killen. Oh, ich darf also die Truppen nicht zusammen rumstehen lassen, sonst fliegen die weg und sterben halt echt. Also das ist halt, die machen echt ordentlich Schaden. Das heißt, ich verteile die hier mal so ein bisschen. Ja, da fliegen sie schon lang. Davor habe ich ein bisschen Respekt. Gebt uns unsere Befehle. Guck mal, da kommen sie, da kommen sie. Patz! Ja, also Bogenschützen one-shotten die. Meistens zumindest, weil die fliegen meist von so Gebäuden runter und sowas. Ist nicht so geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, hier vorne kann ich eigentlich echt mal so die Türme des Todes machen. Einfach hier so übelst viele Türme mit Armbrüsten. Aber dann kommen die Fledermäuse und klatschen die halt einfach weg. Die muss ich immer wieder neu stärken. Ach, weiß ich noch nicht, wie ich das machen will. Weiß ich noch nicht. Ich sollte auf jeden Fall einen Brunnen machen. Wir haben auch wieder ein bisschen Holz. Da können wir nochmal ein, zwei Holzfäller machen, um die Holzproduktion einfach ordentlich ranzuhalten. Ja, das dürfte reichen, die drei. Und dann produzieren wir hier ein bisschen hiervon. Das Eisen, genau. Zack, zack, zack. Und zack. Und da haben wir schon vier Stück. Wunderbar. Wir brauchen dann auch definitiv noch ein Gehöft gleich. Oh, da kommt wieder einer angeschissen. Oh nein. Ja, guckt euch an. Er ist da unten Ripper. Er ist untergefallen. Und der da vorne ist fast Ripper. Ah. Ätzend. Absolut ätzend. Ja, Burg und sowas brauche ich natürlich auch. Ich bräuchte auch Ehre. Oh, das wird schön. Das wird echt schön. Ich glaube, das wird echt eine Herausforderung, das hier zu spielen. Wir spielen auch immer noch auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad. Und Stronghold ist relativ schwierig, wie ich finde. Wenn man jetzt nicht so übelst gut ist wie ich. Also ich bin nicht übelst gut, wollte ich damit sagen. Das klang jetzt irgendwie anders. Aber ich bin halt echt scheiße in dem Spiel, obwohl ich das so ewig oft schon gespielt habe. Naja, wir werden das schon irgendwie schaffen. Irgendwie habe ich das ja schon mal durchgezockt. So, wir haben hier tatsächlich schon so ein Ding. Oh je. Oh je. Oh nein, nicht ihr. Oh je. Okay, Ritter nach da vorne. Ihr Bogenschützen könnt da gar nicht mal runter. Oh je. Oh je. Oh je, fangt sie ab. Ja, oh, die setzen halt alles in Brand. Habe ich einen Brunnen gesetzt? Ich habe einen Brunnen gemacht, Gott sei Dank. Ich bin gut. Und die Dinger können auch Mauern hochklettern und alles. Freunde, wollt ihr nicht die Wölfe töten? Tötet die Wölfe? Der Hell war das. The fuck war das? Ich hab ne Hexe! Ja, sag mir das doch einer! Wie ihr wünscht. Ja, geil! Das ist auch ganz schön schnell eingestellt, das Spiel. Kann das sein? Warte mal, Optionen, Spieleinstellungen. Ja, 75. Können wir mal kurz eine Minute chillen. So, mal ganz wieder entspannt auf 42 machen. So, da kann man auch etwas besser reagieren. Ihr wünscht meine Hilfe? Okay. Wir erwarten euren ja, für dich hat sich ausgebrannt. Die Hexe würde ich ganz gerne hier vorne hin platzieren. Das heißt, ich brauche Stein. Und für Stein brauche ich Holz. Und für Holz habe ich genug. Also mache ich jetzt ein bisschen Stein. So, ich setze auch gleich oben Ochsenjochte. Keine Sorge. Aber erstmal bringen wir unsere Steinproduktion etwas in Wallung. Ja, ich weiß, ich habe keine Bauern. Aber das macht nichts. Da passt noch einer hin. Da passt noch einer hin. Okay, dann passt jetzt hier auch noch ein Gehöft hin. Wunderbar. Zack dich. Passt. Oh, sogar noch es eins. Droht Gefahr, my Lord.
Wir werden es bald mit einer großen Armee zu tun bekommen. Ach du Kacke. Ich muss hier abschirmen. Einfach hier eine Mauer hinsetzen. Einfach damit die es nicht ganz so einfach haben. Ich glaube, ich kaufe mal ein bisschen Stein dafür. Ich kann nichts kaufen. Oh, ich bin davon ausgegangen, dass ich was kaufen kann. Oh, Leute, wir brauchen Holz. Macht Holz, bitte. Schnell, 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 schnell. Ich muss hier Jochte hinsetzen. Es droht Gefahr, mein Lord. Oh, hier oben wir auch. Wir werden es bald mit einer großen Armee zu tun bekommen. Yes. Eiskönigin nach vorne. Ich kann dich leider nicht da draufsetzen, weil das Spiel zu doof ist, hier die Leiter richtig zu setzen. Also, sie ist theoretisch gut gesetzt, aber ich komme da halt nicht hoch. Oh nein, guck mal. Die kann man halt echt nicht töten. Die sind halt echt unkaputtbar. Guck mal, wie lange die hier rumfliegt. Ah. Unsere Bögen werden singen. Tja, super. Eishexe nach vorne. Ich brauch Stein. Scheiß die Wand an. Dazu müssen die erstmal Stein produzieren. So, setzen wir mal hier ein paar Jochte hin. So, hier vorne natürlich auch. So, wir werden angegriffen. Das Spiel. Oh, ach du Kacke! Die dunklen Streitkräfte greifen erneut an. Ja, du, das sehe ich. Das ist mir aufgefallen, muss ich sagen. Ist mir tatsächlich aufgefallen. Aber du kannst die Eier vorne alle einfrieren. Also wenn meine Bogenschützen halbwegs clever sind. Oh boy. Ihr könnt die schon angreifen da hinten. Nice, OP. Oh oh. Wir sind bereit. Wir bewegen uns. Rennt. Gehen in Stellung. Dodgen. Fuck. Man kann doch nicht mal dodgen. Und die machen halt auch diese Gebäude kaputt. Ich habe keine Bogenschützen mehr. Ich bin die Königin des Winters. Du bist vor allem die Königin einer toten Armee hier. Wenn das hier so weitergeht. Ich habe kein Gold. Ich habe nichts. Ich kann nur verkaufen. Okay. Wir warten noch mit unserem König. Dass er gleich die Boys ruft. Oder die Girls. Ich höre. Ja, du kannst eigentlich weiter angreifen. Du machst wenig Schaden, aber frierst die halt ein. Das ist super praktisch. Okay, jetzt darfst du sie, glaube ich, rufen. So. Ach, das war falsch. Ah, egal. Da vorne frieren sie allein. Da dürfen sie alle hier vorne hin. So, du musst erstmal wieder hier oben hin. Ich habe auch einen Drachen tatsächlich. Den könnte ich auch rufen, aber ich bin positiv in Annahme, dass ich das hier vielleicht sogar schaffen könnte. Ja, wasch die Ländereien mal rein, aber erstmal machen wir hier alle kaputt. Gut, wir haben die Frontlinie hier ganz gut gehalten, muss ich sagen. Oh, wir brauchen Stein und wir brauchen Gold. Wie sieht das Essen technisch aus? Ja, läuft noch. Okay. Setzen wir hier erstmal noch ein paar Boys hin. Ja, das reicht dann auch. Zack, zack, zack. Das dürfte hier vorne auch reichen. Können wir hier noch ein bisschen Stein hinklatschen? Nö. Das passt da nicht hin, my Lord. Okay, gut, dann war es das auch mit dem Stein. Dann kann ich hier noch ein paar Ochsenjochte hinklatschen. Holz, my Lord. Ja. Kriegen wir hin. Gar kein Problem. Oh, soll nicht ihr. Eis-Silikosen, was? Hört auf, ihr alles kaputt zu machen. Wir haben den Angriff überlebt. Scheuer, ich glaube es nicht. Wir haben es irgendwie geschafft, diesen Angriff zu überleben. Atmen. Und wir sollten auch ein bisschen Ehre hiermit kassieren. So, wunderbar. Holz. Kann ich noch irgendwie mehr Holz produzieren? Ich könnte hier unten noch einen Holzfäller hinklatschen. So, und... So, ich kann ja keine Rohstoffe kaufen. Das ist dann tatsächlich relativ kritisch. Sollten dann auch noch hier ein paar Gehöfte hinmachen. Vorne vielleicht noch eins. Und da wir jetzt etwas mehr Bauern bekommen bald, sollten wir auch unsere Essensvorräte etwas aufstocken. Und dann vielleicht eine kleine Steuer erheben. Oh mein Gott, Geld. Nice. Wir können Sachen kaufen. Wir können doch Sachen kaufen. Warum konnten wir gerade nichts kaufen? Weil wir kein Geld hatten. Ich bin blöd. Gut, wir können doch was kaufen. Dann kaufen wir erstmal Holz. Holz. Ich meine Stein. Stein. Kauf ganz viel Stein. Ich möchte hier vorne die Mauer ziehen. Wie wäre es eigentlich mit hier? Ja, dann kommen die aber dahin. Oder ich mach das ganz, ganz gewieft. Pass auf. So. Das könnt ihr nicht tun, mein Lord. Oh, ich kann und werde. So. So. Dann dürften die ja hier nicht durchkommen, ne? Das sieht ja eigentlich relativ abgeschirmt aus. Wunderbar. Jetzt muss ich hier nur gleich... Jetzt kann ich auch ein Burgtor hier hinmachen. Obwohl, wenn die dann drauf sind, dann kommen die auch da drüber. Neue Befehle, okay, dann brauche ich jetzt noch ein bisschen Stein, um eine Waffenkammer und sonstiges zu bauen. Unsere Truppen werden angegriffen. Würde ich hier oben hinklatschen. Dann nehmen die Waffenkammer. Dann brauchen wir noch ein bisschen Stein. Gut, wir müssen uns fangen. Wir müssen uns definitiv fangen. Oh, nice. Bogenschützen, gimme. Bogenschützen? Bogenschützen. Eine Treppe hier hin. Können wir auch ganz kurz mit der Mauer hier verbinden. Dann kann die Eiskönigin... Wo kann die nicht hier hin? In Bewegung.
Ach, die kommen hier vorne nicht lang, ne? Warte, das kriegen wir auch noch geklärt. So. Und. Ja, es ist erstmal zumindest zu. Ja, jetzt kommt es auch da vorne hin. Und die Bogenschützen auch da vorne hin. So, ihr werdet sowieso alle immer wieder runtergeklatscht. Was habt ihr denn? Freunde, kommt kein Ochsenjoch zu euch. Das kriegen wir geklärt. Ah, wir haben doch gerade das Holz. Setzen wir mal einen neben euch. Da und da. Jetzt dürft ihr doch bedient werden, ne? Ja. Wunderbar. Okay. Können wir hier Sachen kaufen? Wir können hier Sachen kaufen. Wir sind good to go. Wir haben so viel Eisen bald. Okay, aber wir müssen definitiv hier das hier ein bisschen antreiben. Unsere Farmwirtschaft hier ein bisschen. Das Land ist zu uneben, um hier zu bauen, my lord. Dein Arsch ist zu uneben. Ich meine, family-friendly content. Das hier hin. So. Puh. Haben wir uns gefangen? Haben wir uns echt gefangen? Ich befürchte schon. Ich meine, wir haben noch überhaupt keine Defensive, aber wir haben uns so ein bisschen. Also ich meine, so ein bisschen. So, dann können wir hier noch ein, zwei Türme hinklatschen. So. Ist das mit der Mauer verbunden? Verdammt, das ist nicht so gut. Denn wenn die einmal auf der Mauer sind, dann ist auch RIP für die... Wer ruft mich? Bogenschützen. Okay, komm, scheiß drauf. Dann kann ich das hier auch mal ganz kurz mit der Mauer hier vorne verbinden. Wenn die Bogenschützen nämlich da oben drauf... Ah, was mache ich hier? Bogenschützen. Ihr wünscht meine Hilfe? Nein, kannst da stehen bleiben. Alles gut. Beeilt euch damit. Gut. Vielleicht sollte auch ein Ritter nach da oben. Und du, Ritter, sollst vielleicht auch dahin, damit die Krabbler hier nicht hochgehen und alles niedermähen. Oh. Wenn wir langsam aber sicher hier unsere Eisenproduktion hinkriegen, dann können wir tatsächlich ganz viele Sachen kaufen. Ganz viele Sachen kaufen, ganz viele Sachen machen. 8 Ritter können wir schon wieder machen. Machen wir direkt mal 7. Die können auch hier nach vorne gehen. Puh, Armbrüste bräuchte ich. Ja, Armbrüste bräuchte ich. Das wäre mir ganz lieb. Da machen wir mal 10 Stück. 1, 2, 1, 2. Geld haben wir ja gerade ein bisschen was. Bauern, wir brauchen definitiv mehr Bauern. Passt hier noch was hin? Ja, 1, 2, 3, 4, 5 Bauern. Super. Habe ich auch genug Ehre für euch? Ja, ich kann tatsächlich auch ein bisschen was hiervon machen. Ich sollte auch, bevor ich das vergesse, einmal ein... Da, diese Burgmeister-Gilde-Dingsbaum, Baumeister. Nicht genug Gold, um diese Einheit nicht genug Gold. Nicht genug Gold! Das stimmt tatsächlich. Ja, aber generell, wir haben jetzt gerade eine ganz kurze Ruhephase. Kann ich dann vielleicht auch mal ganz kurz hier vorne... Nee? Nee, darf ich? Ach, ich habe keinen Stein. Oh nein, brennt! Scheiße. Mit dem Nordwind. Ja. Ich sehne mich nach der Kälte des Und so werden unsere Bogenschützen halt immer wieder weiter dezimiert werden. Die werden immer weiter dezimiert werden. Schwierig. Schwierige Angelegenheit. Ich habe auch kein Geld. Ich muss ein bisschen warten. Aber Essen läuft ja relativ gut. Vielleicht kann ich da tatsächlich auch mal doppelte Rationen machen. Und dann hier ein bisschen Steuern nehmen. Du bist die Königin des Winters. Das ist schön für dich. Wir können von der auch leider immer nur einen machen. Wir können aber ein paar... Komm, mach mal hier. Maximaler Einsatz. Ein paar Eishexen machen. Einfach die hier vorne so rumpimmeln. Oh, boy, da kommen sie. Da kommen sie angeschissen. Ritter auf die Mauer. Ritter da vorne hin. Ritter da vorne drauf. Ritter. Wir müssen ein paar Ritter hier auf die Mauer verteilen. Sonst ist hier halt bald Holland in Not. Billige euch. Und die Eishexe friert die halt ein. Abnormalzig. Aber die Bogenschützen machen daran keinen Schaden. Nur die Eishexe kann daran, glaube ich, Schaden machen. Die mal auch aggressiv sein kann. Komm mal, die Fritte. Au, ist dann. OP oder OP? Ich glaube auch nur der Stun macht Schaden. Machen die... Nee, die Hexen machen auch keinen Schaden an denen. Nur die hier macht vielleicht ein bisschen Schaden. Diese Verräter werden erfrieren. Ja, nur die Hexe macht daran Schaden. Was kann ich tun? Der Winter soll... Es droht Gefahr, mein Lord. Oh je. Wir werden es bald mit einer großen Armee zu tun bekommen. Ja, ich bin noch nicht so weit, würde ich... Also, ich will ja jetzt nicht negativ sein, aber... Das wird eng. Mit einer großen Armee, das kann ich gar nicht ganz so fassen. Oh, erstmal ein bisschen hier verkaufen, dann kriegen wir wieder ein bisschen Money in the Bank, Money in the Bank, Money in the Bank. Ich würde gerne ein paar mehr Hexe machen. Dafür bräuchte ich aber mehr Ehre. Und für Ehre bräuchte ich eine Burgküche. Die könnte ich auch mal hier unten hinklatschen eigentlich. Da hinten habe ich ja mega viel Platz. So, 1, 2. Und im Boden, alles klar. Und im Boden, alles klar. 3 davon. Dann hätte ich gerne noch einige hiervon. Warum ist denn der Boden hier so uneben? Das Land ist zu uneben, um hier zu bauen. Ja, das sehe ich. Was ist denn hier auch für ein Kackland? Das ist ja, hier kann ich ja gar nichts machen. Oh, da vorne kommt nichts hin.
Kann ich da Ochsen auch dazwischen setzen? Meistens geht das. Ja. Das passt da dürftet ihr hiervon noch bedient werden. Das passt da nicht hin. Ja, das passt. Wir werden angegriffen. Oh je. Oh je. Oh boy, der hat einen Drachen gemacht. Drache. Hallo. Die dunklen Streitkräfte greifen erneut an. Die Krone dieser brüden Jungfrau gehört mir. Oh boy. Oh boy. Unsere Truppen werden angegriffen. Kannst du eigentlich nicht? Unser Drache kann nicht deren Drachen angreifen. Okay, Drache, dann gehst du einfach mal auf aggressive vorne hin. So, mach, was du willst. Den kriegen wir tatsächlich ganz gut down. Das läuft. Das läuft, ihr sollt vielleicht mal da runterrennen. Ihr brennt nämlich dezent. Und jetzt könnt ihr weiter angreifen. Ja, deren Drachen kriegen wir down. Unser stirbt aber gerade auch von allen möglichen. Da kannst du jetzt weiter angreifen. So, jetzt dürfen die nicht mehr in Range sein, oder? Doch, immer noch. Aber die Bogenschützen, die sind jetzt nicht ganz so wild. Nein, hier vorne weiter angreifen. Immer schön weiter drauf. Immer weiter drauf auf die Luzi. So, zack, deren Drache ist schon mal tot. Wunderbar. Die brutzeln noch ein bisschen vor sich hin. Unsere Hexen können dann hier auch mal nach außen und hier ein bisschen weiter angreifen. Ja, unser Drache, ja, doch, mach einfach mal. Zack, der kann halt nicht viel außer einfrieren. So, ist ganz praktisch. Zack, unsere Hexe steht hier noch. Ja, unsere Hexe steht noch. Ah, oh, und die fallen hier alle runter. Oh, ist das Ding eingefroren? Oder ist das verbuggt? Schöne Aussicht. Könnt ihr mal ganz kurz kaputt machen. Ach, die können auch auf unsere Hexen gehen. Das ist ja gewieft. Oh, macht die Dinger kaputt. Bitte macht sie ganz schnell kaputt. Gar keinen Bock auf die, dass die hier meine Burg kaputt machen. Jawohl, Nummer 1. Und jetzt das da. Das da kaputt machen und dann unten die Dinger. Zack. Die Dinger könnte ich auch auf unsere Hexen schießen tatsächlich. Oh, dodged. Ha! Ausgewichen. Du Lappen. So, das auch wegmachen. Lasst es regnen. Wie viel Leben haben die denn? Die Schwestern sind bereit. Okay, das dürfte jetzt geschafft sein. Ja, du kämpfst so tapfer, du rennst erstmal in die gegnerische Base rein. Wie wär's, wenn du das mal lässt? Tschüss. Gut, ich würde ganz gerne noch ein paar mehr Türme machen. Ja, das passt schon, das ist nicht so wild. Ich könnte auch ein Burgtor machen, aber eigentlich, nee. Nee, ich werde das jetzt hier mit Bogenschützen und sonstigem vollpacken. Ich könnte natürlich auch hier so ein paar Rüstungsdinger hinpacken. Ja, aber hier ist halt alles so uneben. So, ein Rüstung, zwei Rüstung. Und Armbrust. Ich könnte dann auch mal einen weiteren Drachen. Ah, wir haben nicht genug Ehre, die kosten halt so viel Ehre. Ah, stimmt, ich wollte die Burgküche weiter ausbauen. Ihr müsst noch auf Armbrüste gehen. Da kann ich auch mal direkt ein, zwei mehr machen, denn die Rüstungsdinger produzieren etwas schneller als ihr. So. Wird jetzt nicht allzu wild, weil, ne, ist halt, wir haben so viel Eisen, was wir verkaufen können. Wir haben, also unsere Wirtschaft ist eigentlich relativ gut, würde ich sagen. Wir haben so viel Gold. Nur was uns fehlt, ist Ehre. Dafür sollten wir halt die Burgküche, die Burgküche weiter ausbauen. Wir haben nicht genug Platz. Was ist denn da vorne los mit euch? Kommen die Ochsen nicht zu euch? Hey du, Ochse. Kannst du nicht da vorne, hey. Alter Bulle. Dahin. Geh dahin. Oh, ich habe jetzt echt keine Zeit für euch. Wollt ihr nicht denen helfen? Das passt da nicht hin. Ach komm, scheiß doch drauf. Scheiß doch drauf. Weißt du was? Dann kommt ihr hier vorne weg. Mach dich weg. Okay. Gut. Egal. Ich will mich um die Burgküche kümmern. Die Burgküche braucht noch das hier. Dafür ist auch nicht genug Platz hier. Mann, ich könnte mir hier ein, zwei Holzfäller wegmachen. Oh, das könnte ich tatsächlich machen. Pass auf, ihr kommt weg. So, zack dich. Jetzt habe ich zwar keine Holzfäller mehr, das ist aber gar nicht ganz so wild. Hier vorne kommt nämlich jetzt noch einer hin, dann könnt ihr unten anfangen abzugrasen. Passt nicht. Da ist der Opast. Das passt dahin. Das passt da nicht hin, mein Lord. Hab gesehen, dass das passt. Jawohl, und dann kann ich da oben etwas mehr die Burgküche ausbauen. Hier. Zack dich. Burgküche und vielleicht noch das hier. So, die drei, das dürfte erstmal reichen. Ja, wunderbar, das reicht. Guck mal, wie viel Schwein wir schon haben. Zack, easy. Wir werden schon wieder angegriffen. Ich habe schon wieder nicht aufgepasst. Hexen. Wir beschützen dieses Land. When in doubt, gönn dir ein paar Hexen. Gibt es Böses dort unten? Ja, Böses ist das Ding da vorne. Tötet das da. Was
Was wollt ihr von eurer Königin? Wo ist denn meine Königin? Wer ruft mich? Ah, die steht da auch noch relativ gut, muss ich sagen. Ihr wünscht meine Hilfe? So, Hexen, bitte macht dieses Ding da vorne kaputt. Fallen. Ja, alle zu mir. Ihr werdet auch nicht... Doch, ihr werdet ein bisschen angegriffen, aber das ist in Ordnung. Der Himmel gehört uns. Solange ihr dieses Ding da kaputt macht und so dann das hier kaputt macht... Könnt doch weiter nach hier vorne, dann seid ihr sogar safe. Anrufen, mein Lord. Sie sind unsere einzige Hoffnung. Anrufen? Wir müssen die Eisdrachen anrufen? Nehmt den Bergfried ein. Die Eisdrachen anrufen? Bist du bescheuert? Hä? Haben die ein Telefon oder was? Oh, apropos Telefon. Ich gucke mal auf die Uhr. Ich weiß nicht, was das mit Telefon zu tun hat, aber ich kann ja mal so tun, als hätte das irgendwas damit zu tun. Ich muss die Folge leider beenden. 25 Minuten geht die schon. Meine Fresse. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Lasst mir wie immer gerne Kritik in den Kommentaren da. Und bewertet euch das Video. Erzählt es euren Freunden, erzählt es euren Eltern, erzählt es euren Kindern. Und bis zum nächsten Mal. Tüdelü. Tüdelü.